Meine sehr geehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger, Corona ist in unserer Gesellschaft, in unseren Marktflecken auch angekommen. Wir verfolgen die Ereignisse über die Nachrichten, über die sozialen Medien. Ich will nicht sagen, dass es Banksing ist, was im Moment auf uns zukommt, aber es hat auf jeden Fall eine große Auswirkung auf unseren Alltag, auf unser tägliches Leben. Wir werden wahrscheinlich noch weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Ich gehe davon aus, dass die bisher ergriffene Maßnahmen nicht das Ende der Fahnenstange ist. In Filmen haben wir schon einiges umgesetzt. Das geschieht in Zusammenarbeit mit allen Kommunen hier im Landkreis, auch im Landrat. Vielleicht kurz, wie das abläuft. Wir haben ganz banal alle Bürgermeister zusammen eine WhatsApp-Gruppe gegründet und kommunizieren hier tagtäglich darüber, um uns hier abzustimmen. Das ist der schnellste und effektivste Weg für uns. Wir haben die Kindergärten geschlossen. Wir haben hier Notgruppen eingerichtet für besondere Personengruppen. Eltern, die im Rettungswesen, bei der Polizei und anderem tätig sind oder im Pflegebereich oder im medizinischen Bereich, die haben unter Umständen einen Anspruch auf einen Notgruppenplatz. Aber auch nur, wenn beide Eltern in dem Bereich tätig sind oder wenn man alleinerziehend ist. Weiterhin haben wir alle Bürgerhäuser geschlossen. Das war eine Vorsichtsmaßnahme. Und ist auch mit dem Land so abgestimmt. Und Veranstaltungen, egal ob öffentlich oder privat, ab 100 Personen sind ebenfalls verboten. Weiterhin habe ich auch die Verwaltung geschlossen. Wir sind weiterhin für Sie da, allerdings nur noch telefonisch und in Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel dringend ein Reisepass benötigt wird, dann auch persönlich, aber bitte nach telefonischer Terminvereinbarung. Unser Bauhof, der wird auch heruntergefahren. Wir werden hier nur mit einer halben Mannbesetzung arbeiten, 2 Wochen lang. Und dann wird gewechselt, um hier sicherzugehen, dass der Bauhof durchgehend arbeitsfähig ist, gerade was die Wasserversorgung angeht. Die Feuerwehr hat auch Einschränkungen vorzunehmen. Hier sind alle Übungsbetriebe von der Einsatzabteilung über die Jugendfeuerwehr, aber auch die Kinderfeuerwehr eingestellt bis Ende April. Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr ist nach wie vor gegeben, also sollte es tatsächlich mal irgendwo brennen, was wir nicht hoffen, wird die Feuerwehr wie gewohnt schnell zum Einsatz kommen und uns allen weiterhelfen, aber die Übungsbetriebe sind auf jeden Fall erstmal eingestellt. Ja, auch die Politik muss hier ein paar Einschränkungen hinnehmen. Wir haben alle Sitzungen abgesagt, sprich die Vorstandssitzungen. Eine hätte eigentlich gestern stattfinden müssen. Wir haben für nächste Woche eigentlich einen Ausschuss geplant für den Hauptfinanzausschuss. Auch die Sitzung wurde abgesagt, auch die Gemeindevertretung wird nicht tagen am 2. April. Wir sind trotzdem weiterhin beschlussfähig. Wir werden dringende Beschlüsse über einen sogenannten Umlaufbeschluss machen, gerade was den Gemeindevorstand angeht. Also von daher, wir sind weiterhin arbeitsfähig, aber wir werden uns von Angesicht zu Angesicht im Moment nicht treffen oder so gut es geht zu vermeiden. Ja, seit gestern Abend gibt es dann auch wieder ganz neue Entwicklungen, die auch wirklich unser Alltagsleben betreffen, was Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und so weiter angehen. Die bleiben Gott sei Dank für uns erhalten, weiterhin offen. Vorräte sind auch genügend da, da konnte ich mich auch schon mehrmals rückversichern. Ich bitte Sie alle darum, tätigen Sie keine Hamsterkäufe, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle verständlich ist. Aber wir sind, was die Lebensmittel und andere Utensilien angeht, sehr gut aufgestellt in Deutschland. Wir haben genügend Vorräte. Also Hamsterkäufe sind nicht notwendig. Es wird sogar jetzt davon gesprochen, das Sonntagsverkaufsverbot aufzuheben, um hier wirklich jederzeit an Vorräte zu kommen. Auch Handwerksbetriebe dürfen weiterhin geöffnet bleiben und bis auf Weiteres ihrer Arbeit nachgehen. So auch die Metzgerei Weimar und das Schuhhaus Bleuel in Villmar. Sie hatten schon durch die langjährigen Kanalbaumaßnahmen im alten Ortskern unter massiven Umsatzeinbußen zu leiden und konnten nur mit Mühe ihre Angestellten halten. Jetzt droht mit der Corona-Krise erneut ein noch heftigerer Tiefschlag. Da das Schuhhaus mit der orthopädischen Werkstatt und auch Friseure und Metzger wie Elektriker, Installateure und Maler zu den Handwerksbetrieben zählen, dürfen sie noch geöffnet bleiben. Die Gaststätten, Restaurants, die werden ja nur noch beschränkt offen haben, also nur noch bis 18 Uhr. Allerdings ist hier ein Außerhausverkauf jederzeit möglich, auch über 18 Uhr hinaus. Kneipen, Bars, die dürfen nicht aufmachen. Ist natürlich sehr schade, aber um die ganze Sache in den Griff zu kriegen, auf jeden Fall ein notwendiger Schritt. Ja, alle anderen Geschäfte, die werden hier, soweit ich das richtig verstanden habe, zumachen müssen, vorerst bis Ostern und darüber hinaus müssen wir zusehen, wie sich die Lage entwickelt. Ich hoffe natürlich, dass sich das mit diesen Maßnahmen jetzt, die ergriffen worden sind, in den nächsten Wochen
ja, beruhigen wird, dass wir dann vielleicht wieder eine Lockerung der Maßnahmen vornehmen können. Das wäre auf jeden Fall für uns wünschenswert. Nichtsdestotrotz, ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben, dass wir diese Krise, möchte ich es nicht nennen, aber es ist tatsächlich eine Krise mittlerweile, ja, gesund und heil überstehen, dass wir hier gestärkt aus der Situation rausgehen, aus dieser Situation vor allen Dingen auch lernen und sollte es tatsächlich mal wieder zu so einer Krise kommen, dass wir dann hier auch noch besser vorbereitet sind, um das gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Weiterhin möchte ich auch noch mal daran erinnern, alle Hygienevorschriften zu beachten, sprich die Hände zu desinfizieren und 3 Sekunden lang mit Seife zu waschen, aber auch genügend Abstand von unseren Mitbürgern zu halten. Leider eine notwendige Maßnahme, aber so können wir es nicht verhindern, aber zumindest verlangsamen, dass sich das Virus ausbreitet und dass hier das, was unser aller Ziel ist, und wir das auch mit Sicherheit schaffen werden.